Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, die die Welt bunt und vielfältig geschaffen hat. Im Namen des Sohnes, der den Menschen die Nächstenliebe vorlebte. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns ermuntert, heute genau so zu leben. Amen. Heute geht es um Geschmack. Und über Geschmack lässt sich ja trefflich streiten. Oder auch eben nicht, weil es doch was sehr Persönliches ist. Manchmal geht es um Mode, ist der Rock zu kurz, zu lang oder die Krawatte zu bunt oder zu schwarz. Manchmal geht es um Kunst, mal um die Liebe und häufig um Musik. Und wenn wir uns alle richtig erinnern, haben wir uns schon über viel, viel mehr Sachen diskutiert und gestritten, die Geschmackssachen sind. Der Geschmack ist in unserer Sprache also nicht nur an ein Sinnesorgan gebunden, aber eigentlich geht es doch um das Schmecken. Es geht um die Wahrnehmung unserer Nase, unserer Lippen und unserer Zunge. Damit können wir schmecken. Und wir empfinden dabei alle unterschiedlich. Es gibt Dinge, die mag fast jeder. Schokolade, Nudeln vielleicht. Aber es gibt auch Dinge, die spalten die Gesellschaft sozusagen. Ich gebe mal einen kleinen Denkanstoß. Wie sieht es denn aus mit Rosenkohl, Lakritze oder Harzer Roller? Wenn ich jetzt die Frage nach dem Lieblingsgeschmack stelle, bekomme ich unzählige Antworten. Es gibt aber auch Geschmäcker, die wir nicht sofort wahrnehmen oder manchmal auch überlegen müssen, wonach es eigentlich schmeckt. Ich denke zum Beispiel an eine Schachtel Pralinen. Wenn man sich eine nimmt und isst, dauert es manchmal, bis man weiß, nach was sie schmeckt. Man muss sie sich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen, um es herauszufinden. Ebenso ist es wie mit manchen Gewürzen, die ein Gericht erst rund machen, aber die eigentlich gar nicht so einfach zu erkennen sind. Das Lorbeerblatt, die kleine Prise Muskat oder ähnliches. Und um so einen Geschmack geht es mir auch heute. Ein Geschmack, den mich in meinem Leben begleitet hat. Wo ich vielleicht früher gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass es überhaupt nach etwas schmecken könnte. Oder dass ich den Geschmack gar erkennen kann. Einer der Pastoren, die mich in meiner Jugend sehr geprägt haben, kannte einen ganz besonderen Geschmack. Immer wenn es wirklich besondere Momente waren, wenn irgendwas passiert ist, was man gar nicht richtig beschreiben kann, was mehr so ein Gefühl, eine Wahrnehmung war, dann sagt er immer, und plötzlich schmeckt's nach Himmel. Und ich dachte im ersten Moment, Himmel? Wie schmeckt denn der Himmel? Ich hatte keinerlei Vorstellung. Es gibt ja keine Geschmacksrichtung Himmel, so vielleicht manchmal bei Eis, da gibt es Himmelblau, aber es ist doch irgendwas anderes als Erdbeer oder Spargel oder meinetwegen Schnitzel. Aber Himmel zu beschreiben, ist schwierig. Himmel ist was ganz Leichtes. Es ist ein Hauch von etwas. Ich habe da vielleicht noch einen Vergleich. Es ist so, wie wenn man ans Meer fährt und man steht noch hinterm Deich und man leckt sich über die Lippen. Und man kann das Meer schmecken. Ganz leicht salzig, ganz leicht nach Weite. Man kann schmecken, ohne dass man es jemals berührt hat oder dass man es gerade sehen könnte. Es ist so eine Ahnung. Es ist so eine Ahnung von Unendlichkeit, von Kraft und von Leben. Und da ist mir langsam bewusst geworden, es schmeckt nach Himmel, wenn etwas ganz Besonderes geschieht. Wenn ich Gott wahrnehmen kann, mit all meinen Sinnen. Und das ist für mich auch immer überraschend. Am Wochenende war bei uns so ein besonderer Moment. Die Konfis und ihre Familien waren da, um Gottes Segen zu bitten. Und da schmeckte es nach Himmel. Es ist ein ganz einzigartiger Geschmack. Ich kann es gar nicht so genau erklären, denn wenn man es noch nicht probiert hat, dann kann man es, glaube ich, nicht erkennen. Dann ist es schwer zu fassen. Ich versuche mich dem mal ein bisschen anzunähern. Wenn ich hochgucke in den Himmel, sehe ich häufig Wolken. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schmeckt wie Zuckerwatte. Die Idee könnte ganz gut passen. Es ist wie Zuckerwatte. Es ist irgendwie nicht richtig zu greifen. Es ist filigran und natürlich süß. Und doch schmeckt Zuckerwatte ja nicht einfach nur nach Zucker, sondern
Sie schmeckt irgendwie anders. Man pappt auch so lustig dran fest, wenn man sie berührt. Man kann sie so ganz vorsichtig auseinanderziehen. Und sie britzelt so ein bisschen auf der Zunge, wenn man davon isst. Und doch, wenn ich die Fäden hier ansehe, die einzelnen, dann kann ich durchgucken. Ich kann es kaum richtig fassen. Ich weiß nicht, wo sie anfängt und ich weiß nicht, wo sie aufhört. Und wenn sie nicht so aufgewickelt wäre wie jetzt, dann würde ich sie wahrscheinlich gar nicht richtig sehen können. Und Zuckerwatte ist auch nicht einfach da. Wenn sie aufgedreht ist, ist sie entweder sehr schnell weggenascht oder sie löst sich nach einer Zeit auch von selber wieder auf und es verschwindet so, dass fast nichts davon übrig bleibt. So ist auch Gott nicht immer gleich da und wir können Gott nicht immer gleich wahrnehmen, sondern Gott entscheidet, wie wir das tun. Und manchmal ist es nur ein kurzer Moment und manchmal dauert es auch viel länger, dass wir Gott viel länger wahrnehmen können. Gott entscheidet, wie wir Gott wahrnehmen. Ob als brennenden Dornbusch, als auffliegende Taube oder als Wolkensäule. Mit Gott verhält sich genauso wie mit der Zuckerwatte. Selbst wenn wir sie vorher noch klar sehen konnten, ist es plötzlich nicht mehr wahrzunehmen, nicht mehr für uns mit unseren Sinnen erfassbar. Und doch ist es mit Gott wie mit der Süße des Zuckers. In fast jedem Gericht befindet sich etwas davon. Manchmal ganz unvermittelt, manchmal stoßen wir auf die Süße, die wir vorher gar nicht erwartet oder wahrgenommen haben. Und so ist es mit Gottes Segen. Wenn wir den Himmel schmecken, dann ist da etwas Besonderes passiert. Dann ist da etwas, womit wir vorher nicht gerechnet haben, was wir vorher gar nicht wahrgenommen haben. Und erst durch unser aller Sinneswahrnehmung puzzelt sich ein großes Ganzes zusammen. Und gemeinsam können wir die faszinierende Vielfalt, den Facettenreichtum, die bunte Lebendigkeit ansatzweise wahrnehmen und das Psalmwort aus Psalm 34 wahr werden lassen. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Und dabei das zu entdecken, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Tolle Eindrücke und Gewissheit, dass Gott uns jeden Tag begleitet. Und wenn wir das spüren können, dann schmeckt's nach Himmel. Also haltet die Geschmacksknospen offen und seid neugierig. Und dann seht und schmeckt ihr, wie freundlich der Herr ist. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Du Gott des Lebens und der Lebendigkeit, du willst nicht, dass wir uns sorgen müssen und zweifeln. Du schenkst uns Kraft und Begeisterung. Du lässt uns den Himmel schmecken und begegnest uns auf die dir eigene Weise. Du lässt uns sehen, schmecken und fühlen, wie freundlich du bist. Und bist damit unsere Inspiration, unsere Hoffnung, unsere Wünsche zu leben und damit diese Welt zu verändern und Zukunft zu gestalten. Und nun stimmt mit ein in das Gebet, was Jesus die Menschen gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen unseres Gottes, auf dass ihr schmecken und sehen könnt, wie freundlich Gott ist. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.